Willkommen auf der Saatox. Heute habe ich das dritte und somit erstmal vorletzte Volume von Fire Force für euch. Wurde mir freundlicherweise wieder auf jeden Fall mein Anime zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Jetzt werde ich die Serie endlich auch mal auf Deutsch anfangen, weil bis zu dem Punkt ungefähr hatte ich sie auch auf Japanisch schon gesehen. Und aber ich werde es nochmal komplett von vorne anfangen, weil da jetzt leider doch eine etwas längere Pause dazwischen war. Und dass ich mich dann wieder an alles erinnere, weil vom Artstyle gefällt sie mir halt schon sehr. Und ist auf alle Fälle schön gemacht. Außerdem den grinsenden Typ, da kann man nicht genug davon bekommen. Hier sind die Episoden 13 bis 18 drauf. Episodentitel seht ihr hier auch gleich. Dann haben wir gleich noch hier die technischen Details, sind eigentlich wie bei den vorangegangenen Volumes. Mit deutscher und japanischer Sprache und deutschen Untertiteln. Das Ganze geht 150 Minuten. Bildformat ist 16:9 Full HD. Tonformat ist in 2.0 Stereo. Kommen wir rein. So sieht dann das Ganze von innen aus. Leider ist da jetzt nicht so viel dabei. Weiß nicht, ob ich mir nächsten Monat vielleicht mal die Collector's Edition gönne. Muss ich erstmal ein bisschen Geld dafür beiseite tun. Ja. Mehr gibt es dazu leider nicht zu zeigen, aber Vollständigkeit halber habe ich den Sammelschuber mal bereitgelegt. Und da ist noch exakt Platz für ein weiteres Volume, was dann, glaube ich, nächsten Monat, nee, übernächsten Monat rauskommen müsste. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao und schaut mal bei den Links in der Videobeschreibung vorbei.